Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ich werde gar nicht großartig labern. Wir machen heute ein überbackenes Nackensteak. Viel Spaß! So Freunde, und hier haben wir die Zutaten für unser überbackenes Nackensteak. Natürlich zwei Nackensteaks. Die habe ich ein bisschen dicker schneiden lassen bei unserem Schlachter. Ja, dazu machen wir eine Düxelle, also eine Pilzmasse. Hatten wir auch schon bei unserem Filet Wellington. Verlinke ich euch nochmal oben rechts. Dazu brauchen wir braune Champignons, sind ein bisschen mehr als 200 Gramm. Drei Schalotten, Stückel Butter, ein Teelöffel Thymian, Salz und Pfeffer. Ferner brauchen wir noch 4 Scheiben Schablettenkäse. Ja, ihr Lieben, ich werde jetzt erstmal die Champignons putzen, klein hacken, auch die Schalotten. Zeigen werden wir das nicht. Völliger Blödsinn. Weiß jeder, wie das geht. Film ist dann kürzer, braucht man nicht so lange hochladen. Der Grund ist auch, die Kamerafrau arbeitet. Ich habe mir heute einen Tag Urlaub gegönnt. Und einer muss ja das Geld verdienen. Ja, wenn ich soweit bin, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Ja, Freunde, so sieht das aus. Nach haarsträubender Arbeit. Die Champignons klein gehackt. Die Schalotten. Ich kann euch sagen, ich habe mich totgeschwitzt. Nein, ist gelogen. Stinkevoll wie ich bin, habe ich natürlich auf einen kleinen Alltagshelfer zurückgegriffen. Siehe oben rechts, den haben wir schon seit über 20 Jahren. Hab extra meine Frau auf Arbeit angerufen, wo der steht. Ja, und innerhalb von 2 Minuten war ich fertig. Der Thymian ist drinnen, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Ich habe allerdings nur die Hälfte der Pilze genommen, also ca. 100 Gramm. Wäre sonst zu viel geworden. Ich denke, selbst das ist für die 2 Nackensteaks zu viel. Aber mal schauen. Ja. Wir warten jetzt, dass meine Frau von der Arbeit kommt und dann geht's an den Grill. Ja, unsere Kamerafrau ist jetzt auch eingetroffen. Sie hat ihr Geld verdient heute. Schönen Dank auch. Wir geben jetzt die Düxelle in die aufgelöste Butter. So. Ja, ein kleiner Rest ist noch da. Die ganze Sache blitzen wir jetzt an. Und denke mal, wenn wir soweit sind, kommen wir euch wieder dazu. Ja, fast die ganze Flüssigkeit von unserem Düxelle ist jetzt eingezogen. Jetzt geht der Grill auf. So. Die halten wir hier ein bisschen warm. Brenner schalten wir natürlich aus. Und jetzt kommen unsere Nackensteaks. Bei direkter Hitze grillen wir sie natürlich von beiden Seiten scharf an. Und wenn wir dann soweit sind, melden wir uns wieder. So Freunde, unsere Nackensteaks, die nehmen wir jetzt runter auf die obere Plattform. So. Ah, ganz schön heiß. Ja, man sollte vielleicht Handschuhe anziehen. Nee, brauchen wir jetzt nicht mehr. So, und dann verteilen wir schon mal unsere Düxelle. Sollte schon ein bisschen ordentlich aussehen, ne? So. Ja, das auch ordentlich, ne? Ja, mach ich auch so. Ich denke, das reicht schon. Auf dem anderen Stick auch noch mal.
einfach hin, es wird heiß beim Film. Ja. So. Ja, genau die richtige Menge abgegriffen. Glück gehabt, wa? Ja. So, jetzt geht der Deckel noch mal zu. So, ich denke mal für 10 Minuten lassen wir das noch mal ziehen. Und anschließend kommt der Käse ins Spiel. Ja, kurz vor Ende der Garzeit kommen jetzt unsere Käsescheiben ins Spiel. Ja, sie kommen ins Spiel, genau. Einmal verloren, aber ist nicht so schlimm. So, der kriegt auch eine. Und die letzte Scheibe. So, der Deckel geht jetzt das letzte Mal zu. Wir warten, bis der Käse zerlaufen ist. Und dann kann gegessen werden. So, unser Käse ist zerlaufen. Wir nehmen ihn jetzt runter. Danach kann gegessen werden. So. Kannst du noch mal zeigen. Dazu gibt es bei uns heute einen grünen Bohnensalat. Ja, wir wünschen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Ja, ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, mal eine ganz andere Art von Nackensteak. Nicht einfach auf den Grill geklatscht, einmal umgedreht, rein in den Hals. Die Düxelle, gebe ich zu, ist ein bisschen aufwendig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, die zu machen. Wer den Käse nicht mag, lässt ihn weg. Kleiner Tipp, gebt ein bisschen Paniermehl auf die Düxelle, dann nochmal 10 Minuten auf den Grill, dann habt ihr eine wunderbare Kruste. Ja, was sollen wir weiter sagen? Gar nichts. Hat es euch gefallen? Lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr während des ganzen Films immer unten rechts, indem ihr auf unser Logo klickt. Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin sagen wir Tschüss und bleibt gesund.